Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur neuen Folge von Staxel. Der Mike ist noch nicht ganz am Start, weil sein Staxel gerade abgeschmiert ist. Hallo. Aber er ist da. Wir gehen mal schauen, was der gute Tomty von uns will, weil auch mit ihm sind wir jetzt Best Friends. Also noch nicht ganz, wir müssen noch eine Quest machen, aber dann sind wir beste Freunde. Stimmt, Tomty. Hey Yogi, etwas Interessantes ist passiert. Ich habe neulich ein Haus gebaut und eine andere Person hat mir dabei geholfen. Ja? Ich rede natürlich vom Spiel. Ich habe ja nicht in echt etwas gebaut. Er heißt Jamie, glaube ich. Er könnte ein neuer Freund sein. Ich muss nur noch herausfinden, wer er in Wirklichkeit ist. Gibt es nicht sogar jemanden namens Jamie, der hier wohnt? Ich glaube, ich habe ihn im Dorf gesehen. Er hat auf seinem Handy gespielt. Aber ich habe nicht wirklich viel mit ihm geredet. Naja, jedenfalls habe ich mir überlegt, da ich ja jetzt ein echtes Haus habe, will ich eine LAN-Party veranstalten. Aber mein Haus ist überhaupt nicht dafür geeignet. Meinst du könntest mein Haus ein wenig upgraden? Du hast beim Bauen wunderbare Arbeit geleistet, aber es fehlt noch eine Kleinigkeit. Rem erwähnte neulich, dass sie meinen alten Gaming-Desktop gefunden hat. Besuch sie in ihrem Geschäft, vielleicht bietet sie ihn ja zum Verkauf an. Das ist meine letzte Bitte an dich, versprochen. Es ist insofern problematisch, weil der ja schon einen Gaming-Desktop hat. Wir erinnern uns. Wir haben ja schon gesagt, der Gute spielt ja gerne. Deswegen hat er hier diesen Gaming-Desktop bekommen. Salopp gesagt, ist glaube ich die Frage, dass wir jetzt ein zweites Level haben für sein Haus wahrscheinlich. Ja, Gaming-Desktop. Spielzeug und Sofa. Das haben wir ja schon gemacht. So, jetzt schauen wir mal. Wow, du bist echt klasse. Jetzt müssen wir uns aber auf die LAN vorbereiten. Jetzt brauchen wir nur noch Essen und Getränke, dann kann der Spaß losgehen. Könntest du uns einen Käsekuchen, zwei heiße Kakaos und noch zwei Nesselsuppen bringen? Dafür brauchst du eventuell ein paar Zutaten von der Galaxieinsel. Könntest du auch Jamie von mir Bescheid geben? Ihm würde diese Party sicher gefallen. Was? Hatte ich dich nicht schon darum gebeten, ihn einzuladen? Ich dachte, das hätte ich dir schon gesagt. Okay, ich weiß zwar nicht, auf welcher LAN-Party es Nesselsuppe gibt und Kakao, ist schon geil, das geht klar. Aber, weißt du, zwei Leute teilen sich zwei Suppen, zwei Käsekuchen, weil ich meine Kakao für zwei Personen, ich weiß ja auch nicht. Ich will mit Jamie alleine seine Party, ich glaube, ich bin gar nicht eingeladen. Wir müssen erstmal noch mal ein bisschen Platz hier drin sammeln. Gut, dass ich nicht viel Zucker einstecken habe oder so. Ich glaube, wir können die Versandstation auch wieder abbauen. Also aufbauen, besser gesagt. Abgebaut haben wir sie ja schon. Sonst hätten wir sie ja nicht im Inventar. So. Gut. Ich habe die nicht für mich beansprucht, diese Versandstation. Ich habe die für mich dahin gebaut. Ein kleiner, aber feiner Unterschied. So. Rezept für den heißen Kakao haben wir schon rausgemietet. Das heißt, wir brauchen heißen Kakao. Vermutlich brauchen wir dafür Schokolade. Aber wir schauen mal. Heißer Kakao. Oh, es ist gleich ein doppeltes Rezept. Milch, Schokoladentafel, weißer Zucker. Ja gut, das mit dem weißen Zucker, das könnte kritisch sein. Ich weiß nicht, ob wir davon was haben. Also so, 3, 4, 5 Stacks. Aber hey. Hallo? Live? Live, wo ist die Schoki? Cool, Marin kommt einfach rein und hüpft auf Live drauf. Na, Schoki gibt's bei Milia, kann das sein? Erstmal Feuerwerk, Indoor, woo! Okay, wir brauchen zwei Schokotafeln. Milch und weißen Zucker sollten wir haben. Schauen wir mal bei der Nesselsuppe. Purpurrote Nessel. Milch. Auch kein Problem. Haben wir zufällig einen Käsekuchen hier gerade am Start? Erdbeer, Pfirsich, Zitrone. Ja, hier wäre ein Käsekuchen, aber da ist ein Stand mit dabei. Wir brauchen den ja ohne Stand. Da ist ein bisschen blöd.
Aber dann backen wir halt einen Käsekuchen. Käsekuchen. Ei, Mehl, Butter, Käse, Sahne, Zitrone. Käsekuchen, kommt auch kein Käse rein. Ich meine, da kommt Quark rein, das ist quasi ein Käse, aber trotzdem. Hallo? Hallo, live? Kaufe dieses Ei. Komm, wir kaufen mal ein bisschen Milch. Ist ja nicht so, als hätten wir zu Hause Milch, aber hey. Man gönnt sich ja sonst nicht. Mehl brauchen wir auf jeden Fall. Eine Butter haben wir, glaube ich, zu Hause auch nicht mehr. Und noch irgendwas? Käse, Sahne, Zitrone. Guck mal, ganz einen Block Käse rein, gar kein Problem. Eine Sahne, die könnten wir auch unter Umständen hier bekommen. Milch. Ah, nehmen wir noch eine Milch mit, machen wir eine Sahne selber. Und eine Zitrone. Kartoffel. Zitrone haben wir keine. Da müssen wir mal eine bestellen. Tschüss, live. War schön mit dir. Oh, jetzt habe ich das Rezept wieder aufgesammelt. Mike, weißt du, wie man heißen Kakao macht? Hast kein Rezept? Ich habe ein Rezept, aber ich wollte fragen, ob du das Rezept schon hast. Sonst würde ich das jetzt geben. Ich habe es nämlich. Super. Ja, wenn du es nicht hast, dann könntest du es lernen. Ja, pack's mal in mein Regal. Ich versuche gerade die ganze Zeit raufzukommen. Achso, ja, stimmt. Da war es. Ich kann mit diesen Gegenständen nichts anfangen. Kann halt nicht spielen. Okay. Kakao. Milch, ach, Zucker fehlt noch, ne? Ja. Natürlich, nur Milch und und Schokolade. Das wäre nicht süß genug. Das muss ja richtig ballern. Der Zuckerschock is incoming. So. Eine Tonne Zucker. Rein damit. Es ist ewig her, dass ich eine LAN-Party besucht habe. So, wir haben zwei heiße Kakao. Dann brauchen wir eine gute Nesselsuppe. Die machen wir mal als nächstes. Nessel. Und Milch und purpurrote Nesseln. Weiß nicht, wie das geschmacklich schmecken könnte. Ich denke die ganze Zeit an so einen Grießbrei oder Milchreis oder so, aber ich meine, also, das ist ja eher so auch wieder Kakaoflüssigkeit von der Konsistenz her. So. Wie viele braucht man da? Ja, passt doch. Erfolg freigeschaltet. Koche eine, so ist meine erste Suppe dieses Season. Nice. Jetzt brauchen wir noch den Kuchen. Und Käsekuchen. Käse. Käse. Käsekuchen. Käsekuchen. Wir mischen. Guck mal, ich habe schon Kuchenteig. Muss gar nicht mehr mischen. Und die Rosinen, die wollen wir eh nicht mehr essen. Gucken, geht das? Ja. Haha. Dann mischen wir den Kuchenteig. Mit. Natürlich Käse. Ich meine, es sind Käsekuchen. Eine Sahne, die haben wir nicht mehr, ne? Das ist jetzt blöd. Da müssen wir kurz mal eine Sahne fabrizieren. Ich glaube, das Sahne war auch auf dem Mischer. Weil wir die Milch ja so klump schlagen. Und dann müssen wir hier einmal die Milch platzieren. Und den Käse kurz mal. Komm, mal eine Sahne. Ja, schön durchrühren. Scheiße, hätten wir beide Milch dafür geklaut. Ich glaube, wir brauchen ja keine Milch mehr. Also, Sahne dahin. Käse dahin. Wo ist der Kuchenteig? Da ist der Kuchenteig. Kuchenteig dahin. Gucken, ob wir eine Zitrone haben. Ich bezweifle es hart. Aber meine Vermutung ist auch korrekt. So.
Moment, bei der Sandstation. Zitrone. Ja, eine Zitrone bestellen. Und direkt ein paar Zitronen, also einen Kuchen bestellen können, aber ja. Jetzt bestellen. So, jetzt aber auch liefern. Die schleunigen. Schwupp. Zitrone für mich. Ja. Einmal mischen. Mission Impossible. Zucker abstellen. Und eine Kuchenform. Backofen auf. Backofen rein. Backofen zu. Nein. So, geh zu. Mach was. Los. Es hat nochmal geklappt. Und so verbreitet sich der wunderbare, warme, wohlige Geruch von Käsekuchen. Dem besten der Kuchen. Backofen auf. Käsekuchen raus. So. Mit den heißen Backformen rennt man einfach mal durch den Regen, dann kühlt die richtig schön schnell ab. Ne, der Kuchen wird nicht nass. Das Wasser verdunstet, bevor es auf dem Kuchen auftreffen kann. Da müssen wir noch mal unseren Spieleentwickler Jamie anhauen, das ist natürlich auch... Was, sie stehen nebeneinander und reden nicht. Yo, Jamie. Hey, Yogi, wie geht's, wie steht's? Tomty wollte mich sprechen? Ah, der Kleine, mit dem ich letztens online gezockt habe. Er will mich zu einer LAN-Party einladen, was? Oh wow, auf so einer war ich schon lange nicht mehr. Aber gut zu wissen, dass es hier noch einen anderen Gamer gibt. Das ist das Beste, was passiert ist, seit ich hierher gezogen bin. Ich habe mir gerade erst einen neuen Premium-Controller gekauft. Das ist die perfekte Gelegenheit, um ihn mal auszuprobieren. Ja, daheim geht das nicht, ne? Wo stammt die jetzt hin? Der war doch eben noch hier. Da. Jetzt brauchen wir nur noch Essen und Getränke, dann kann der Spaß losgehen. Könntest du uns einen Käse suchen? Zwei heiße Das brauche ich eigentlich nicht. Muss ich die jetzt auch in das Haus stellen? Gesundheit. Danke. Ich habe die Sachen, ja, warte. Muss ich die jetzt hier irgendwo hier ins Regal stellen? Ich habe einen Käsekuchen, ich habe zwei heiße Kartoffeln und eine Nesselsuppe. Und was will der denn mehr? Jetzt brauchen wir... Ja. Ah, zwei Nesselsuppen. Ich habe nur eine. Aha, als ob nicht beide was essen wollen. Ja, so weit hätte ich auch denken können. Damn. Aber das ist gar kein Problem. Lecker Nesselsuppe. Mache ich. Und das Geheimnis von einer guten Nesselsuppe ist ja tatsächlich auch, dass die über Nacht ziehen muss. Damit die erst das richtige Aroma entwickeln kann. Da kann man nicht einfach mal kurz ein bisschen Milch mit ein bisschen Nesseln vermischen. Das muss ja schon ein bisschen durchwirken. Hätten wir auch ein bisschen Sahne gehabt. Und gut, auch ein bisschen Milch, so ist es ja nicht. So, immer noch zwei Nesseln. Das ist ja gar kein Problem. Kochen wir noch ein schönes Süppchen. Das stecken wir dann in die Hosentasche und lassen das über Nacht ziehen, während wir schlafen. So. Gute Nacht. Guten Nacht. Ein Streichel und Haustier. Nix da, Haustier. Haustier schläft im Schrank. Ja, wo es hingehört. Der kleine Stinker. Ja. So. Erstmal Augen ans Grün gewöhnen. Mulissa. Muffin. Und Butter. Dann frühstücken wir erstmal schön eine Marmelade, ist klar. Und dann... Tumpti, 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 tum. Was macht denn Tumpti bei Rosemarie? Jo, Tumpti. Jo, Tumpti.
Ausgezeichnet. Vielleicht hätte ich um noch mehr Käsekuchen bitten sollen. Der sieht so gut aus. Ich freue mich so sehr darauf. Vielen Dank für alles, Yogi. Ich bin so glücklich, dass ich fast platzen könnte. Jeder wäre froh, dich als Freund zu haben. Weißt du was? Ich habe eine Idee. Wir könnten Mitbewohner werden. Da ich jetzt zwei Computer habe, können wir die ganze Zeit zocken. Na, selbst wenn du das nicht willst, würde ich mich sehr freuen, wenn du mich ab und zu einmal besuchst. Ich werde dir zeigen, wie man das beste Haus aller Zeiten baut. Natürlich im Spiel. Wir sehen uns, Yogi. Vielen Dank. Tom die Wackelkopf. Ja, und ich glaube tatsächlich, wir sind jetzt mit allen Leuten hier befreundet. Wir sind alle Best Buddies. Bis auf Farmfan. Farmfan, was ist da los? Wir müssen uns doch auch noch näher kennenlernen. Hallo, Farmfan. Hey Yogi, anscheinend hast du ein paar interessante Taten vollbracht. Hier ist ein Geschenk der Stadt, um den Anlass zu feiern. Vergiss nicht, mich nächstes Mal wieder zu besuchen. Ja, Geschenk, das soll man ja nicht weiter verschenken, habe ich mir sagen lassen. Deswegen denke ich mal, guck mal hier, Farmfan. Ist das für dich? Ja, ja, das ist für dich. Das ist super nützlich, ne? Ich meine, wir können auch mal gucken. Update Reputation Farm minus Fan 0. Dorfbewohner nicht gefunden. 80. Warte. Wo sind die jetzt hin? Ist sie stuck in ihrem Dach? Nein. Hä, die ist doch rausgelaufen. So, gehen wir mal nochmal. Ja, ist für dich. Ist super nützlich, ich weiß. 84. Oh ja, scheint wirklich nützlich zu sein. Der kleine Freundschaftsbeschleuniger. Guck mal, kriegst du noch ein Mehl. Doch, du kriegst ein Mehl. Ja, ist auch nötig. Ich kann alles gebrauchen, oder? Ja, 90. Schokolade? Komm, die Schokolade geht immer, oder? Mehr gibt's nicht mehr. Okay. Wir sind auch über die 90 nicht rausgekommen. Aber ich würde sagen, das ist unsere letzte Aufgabe. Farmfan auch noch auf das volle Freundschaftslevel zu bringen. Und dann sind wir mit Staxel durch. Ich glaube, dann können wir allen Ernstes behaupten, wir haben Staxel durchgespielt. Mehr als nötig wäre. Den Monarch, den tun wir mal dahin. Den Zebrafall, den haben wir aktuell noch nicht hier drin. Das ändern wir natürlich. Das ist Fischzeug, das kann rüber. Ein Kalmar. Und Sebastian die Krabbe. Kommt dahin. Die Wackelköpfe nehmen wir natürlich mit nach Hause. Wir haben da ja noch ein bisschen was. Für unsere gute Schrumpfkopfsammlung im Esszimmer, wie sich's gehört. So. Na, hier mal. Seht ihr, wenn der Mike kommt, einfach haut mein Fenster kaputt, stellt es woanders hin und baut es nicht wieder vernünftig hin. Zerstörungswut da. Es gibt Menschen, denen sollte man einfach keinen Hammer in die Hand geben. Ich sag's euch. Ich sag's euch. Und auch keine Erdblöcke. Ja, Muffin. Ich sehe das genauso. Ja. Ja. So ist es. So, wir haben da immer was vorbereitet. Nein, nicht die Holzblöcke. Die Holzregale. Mal, da können wir mal ganz entspannt hier. Kommt die Ria hin. Und der Tomti.
Warum will der jetzt nicht? So. Können wir den Fuchs, können wir da auch mal hinstellen? So. Lische, Nerd, in dem Fall Jamie. Morel, Wildfang, das ist Eris. Emilia, Wolleen, verwunschener Kurator. Demon Hunter, keine Ahnung, Rosemarie. Die haben wir gerade erst aufgestellt. Cecile, Russellberry, Sirana, Rovan, Life, der Bürgermeister, Joe, Oscar natürlich. Aber gut, die Folge ist vorbei. Dementsprechend würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da, gerne auch ein Abo. Fragen, Wünsche, Anregungen wie immer in die Kommentare. Und übermorgen um 17 Uhr geht's weiter mit der nächsten Folge. Bis dahin, dir eine grandiose Zeit. Bleib gesund, hau rein und bye. Thank you.